Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rechnens von Hundefutter. Ich versuche schon seit Stunden, das Pariball-Futter Ente und Gemüse nachzubauen und verzweifle, weil es völlig unmöglich ist, die angegebenen WN-er Prozentzahlen mit den Zutaten irgendwie in Deckung zu bekommen. Wir reden über das Entengemüse. Der Hersteller deklariert es als Alleinfutter. Das ist es nicht, aber über diese Frage wollen wir gerade nicht reden, sondern über die WN-Analyse und welche Auswirkungen Fehler darin auf die Fütterung und auf den Preis haben. So, wir sehen jetzt, wir haben hier eine Dose, die kostet 2,79 für 385 Gramm und enthält in Prozenten 11,4% Protein. Im Nachbau komme ich auf 14,9%. Schon die Ente bringt deutlich mehr Protein mit, prozentual gesehen, also auf die 100% gerechnet, als das Rezept vorsieht oder die Analyse vorgibt. Das Fett kann man recht gut einstellen, indem man die Zutat Rapsöl entsprechend als Lückenfüller nimmt. Faser ist in der Lebensmittelanalyse immer mehr. Asche kann man ebenfalls recht gut einstellen, an dieser Stelle mit Eierschalenpulver. So, und dann kommen wir zu dem Thema, wie viel Energie ist denn drin? So, ich komme hier auf 598,8 Kilojoule pro 100 Gramm. Die finden aber nur 460 Kilojoule. Und da passt irgendetwas nicht zusammen. Und ich versuche mich jetzt dieser Prozente-Darstellung so zu nähern, dass ich herausfinden will, wie viel Kohlenhydrate ist tatsächlich drin. Denn man sieht, das ist nicht angegeben und das ist auch nicht angabepflichtig, sondern es ist einfach die Differenz zu 100% von den anderen Angaben. Dazu habe ich einen kleinen eigenen Rechner. Vielleicht kennt ihr ihn noch nicht. Das ist Hannes sein Fertigfutterrechner. Ich habe den jetzt schon mal aufgerufen. Ich schreibe euch den Link unten unter das Video, damit ihr das wiederfinden könnt. So, jetzt schauen wir uns einfach mal die Angaben an. Wir finden in der Originalsubstanz 11,4% Protein. Wir finden 6,6% Fett. Wir finden 0,7% Faser. Und wir finden 1,4% Asche. Und angegeben sind 72,6% Wasser. Demnach sind in 100 Gramm 7,3 Gramm Kohlenhydrate drin. In meinem Rezept habt ihr gesehen, erreiche ich die überhaupt nicht. Wenn ich jetzt einfach nur mal spaßeshalber versuche, diese 7 Gramm Kohlenhydrate plus noch anteilig Faseranteile rauszubekommen, ist das gar nicht möglich. Also selbst wenn ich Rapsöl rausnehme und Eierschale rausnehme und Ascophyllum nodosum rausnehme, Salz rausnehme und die anderen vier Komponenten gleichmäßig aufteile mit 7,5%, dann komme ich gerade eben knapp unter 8. 8 als Summe aus Kohlenhydrate und Ballaststoffen zu den 8, ich zeige es jetzt einfach mal daneben, ja, zu den 7,3 plus 0,7, 8 müsste ich jetzt rauskriegen. Kriege ich, also geht gar nicht, wenn ich die Reihung der Zutatenliste beibehalte und davon ausgehe, wie das Gesetz das vorsieht, dass es in absteigender Mengenreihenfolge ist. Also es ist gar nicht möglich, diese 8 Gramm Kohlenhydrate und Faser oder Kohlenhydrate und Ballaststoffe mit der Zusammensetzung in die Dose zu kriegen. Jo. Und nun. Üblicherweise
wird der Energiegehalt berechnet nach einer komplexen Formel, die also Protein, Fett, Kohlenhydrate, Faserstoffe mit einem Energie, also Joule, mit einer Joule-Angabe multipliziert. Dann wird von Protein, Fett, Kohlenhydrate und Faser dann nochmal die Faser abgezogen und das Ganze mit Verdaulichkeit bewertet. Das ist ein komplexer Rechenweg, aber das ist der standardmäßige Rechenweg für Fertigfutter. Für unverarbeitetes Futter sind das einfach 16,7 Kilojoule mal Protein plus 37 Joule mal Fett plus 16,7 Kilojoule mal Kohlenhydrate. Der Hersteller gibt an, 100 Gramm von dem Futter haben 460 Kilojoule. So, hier ist es jetzt auf Kilogramm gerechnet. Das kann uns mal egal sein, aber wir haben hier die Angaben umgesetzt und finden raus, das Futter hat als verarbeitetes Futter 536 Kilojoule pro 100 Gramm, wenn die Angabe stimmt. Und offensichtlich kann sie nicht stimmen, weil das Futter besteht ja immer zu 100%. So, jetzt ist für mich die Frage, also um das Ganze vergleichbar zu machen und auch die Auswirkungen zu schauen, rechne ich mit unserem Standardhund, den kennt ihr ja schon, der ist erwachsen. Das Futter kostet nicht 2,99, sondern 2,79 und enthalten ist eine krumme Zahl von 385 Gramm in der Dose. Ups. So, also wenn wir jetzt so füttern würden, wie diese Angaben hier vermuten lassen, dann bräuchten wir davon jeden Tag 655 Gramm für unseren Standardhund. Und wir bräuchten ja fast zwei Dosen davon und würden mit 4,73 Euro pro Tag hinkommen. Nun haben wir aber einen Energiegehalt, der sehr viel höher ist, als der Hersteller selber festgestellt hat. Sehr seltsam. Gehen wir jetzt einfach nur mal davon aus, Protein, Fett, Faser und Asche sind zutreffend analysiert. Dann muss mehr Wasser im Futter sein, um die Energie zu finden, die da drin ist. So, jetzt kann man einfach mehr Wasser reinfüllen, indem man die Zahl erhöht. Leider kann man dann nicht mehr so gut lesen. Ich halte jetzt mal bei 77 an. Jetzt sind wir bei 466 Kilojoule. Wenn wir 78 nehmen, dann sind wir bei 496, also muss das bei 77 liegen. Und ich habe das schon mal vorgearbeitet, bei 77,35% Wasser. Finden wir die Energie, die da drin ist. Durch Erhöhung der anderen Bestandteile würde sich die Energiedichte erhöhen. Es sei denn, ich tue mehr Asche rein oder mehr Faser. Ja? Ich habe jetzt also Grund zu der Annahme, dass in dem Futter gar nicht 8 Gramm Kohlenhydrate und Faser drin sind, sondern eher deutlich weniger. Und deswegen orientiere ich mich jetzt nicht an der angegebenen Feuchtigkeit, sondern am angegebenen Brennwert. Und setze es so zusammen, dass ich nur so um die 2,55 plus 0,7 sind 3,25 Gramm Kohlenhydrate und Faserstoffe im Futter habe. Und dann komme der Sache näher. Tatsächlich baue ich das ja aus unverarbeitetem Futter zusammen. Da sieht man, ist die Energiedichte noch geringer, weil keine Energie aus Faserstoffen gezogen wird. Wenn wir jetzt diese Mischung als unverarbeitetes Futter aus den Dosen nehmen würden für 2,79, sind wir nicht mit 4 Euro und einem Keks beieinander, sondern mit 5,37 Euro. Plus wir haben noch mehr da drin,
mehr Energie. Ich habe das vorher schon mal ausprobiert, damit wir jetzt nicht lange rumzappeln müssen. 78,26% Wasser ergeben unverarbeitet 460 Kilojoule pro 100 Gramm. Das würde uns in der Dose 5,58 Euro jeden Tag kosten. Nochmal zum Vergleich. Bei 77,35 Feuchtegehalt sind wir mit 5,37 Euro pro Tag dabei. Und wenn wir der Herstellerangabe glauben würden, mit 72,6%, wären wir nur mit 4,57 Euro dabei. Also die Menge Wasser determiniert ganz klar, wie viel Futter ihr füttern müsst und was euch das Futter jeden Tag kostet. So, und wir orientieren uns jetzt nicht an der angegebenen Feuchtigkeit, sondern am, also hier nochmal, die 7,3 plus die 0,7, die 8 Gramm tue ich nicht ins Futter, weil die sind nicht herstellbar über die Zusammensetzung. Sondern ich rechne mit dem verarbeiteten Futter mit einem Feuchtegehalt von 77,35. So. Und dann brauche ich im Futter 3,25 Gramm Faser und Kohlenhydrate. So, und dann kriegt man es rechenbar. Ups, falsches Fenster, zurück zum Futterrechner. So, hier haben wir jetzt unseren Fehlversuch. Es ist also nicht möglich, diese ganze Menge hinzukriegen. Ich nehme jetzt irgendwas anderes und schalte zurück dann wieder auf die Entendose. Ich habe es nicht gespeichert, deswegen ist es noch da. So, wir haben hier jetzt 6,6, 7,6 in dem Vorschlag, wie man sich weitestmöglich dem annähern könnte. So, und dann nehme ich jetzt mal nur 3 Gramm Amaranth. Sind das 3,6 plus, nee, 6,4 ist immer noch zu viel. Dann kann ich von denen auch noch ein bisschen weniger nehmen. Also 3 von der Birne, 8, 7, 6, 5. Also da muss ich noch ein bisschen rumspielen, bis ich das Optimum finde. Aber so ist es möglich, sich dem zu nähern. Auf diese Idee bin ich erst gekommen, als ich mir die Würste von Paribas angeschaut habe, wo überall deklariert ist, ungefähr 50% ungefähr, auch alles Alleinfuttermittel, ungefähr 50% Feuchtigkeit. Und zwar in allen. Aber dann nur 172 Kalorien. Und da haben sie außerdem Rohprotein und Rohfett vertauscht, weil, wenn man sich jetzt den ähnlichen Artikel, nee, da ist es, wo ist denn dann mein Paribali gleich mitbestellen, da ist es, Paribali Lammgemüse, das ist sozusagen die kleine Wurst, die kann man aber nur kaufen, wenn man die große Wurst kauft. Das war jetzt daneben, so, und jetzt gehen wir mal zurück zu unserer Lammwurst und den Paribali kleinen Würstchen. So, da ist keine Feuchtigkeit angegeben. Die Zusammensetzung ist aber identisch, außer dass bei den Fleischkomponenten keine Prozente angegeben sind. Interessanterweise einen weitaus höheren Brennwert als da bei 50% Feuchtigkeit. Aber die Protein- und Fettwerte sind vertauscht. Und das ist das, wo ich auch Schwierigkeiten hatte. Also ich gehe davon aus, die würfeln irgendwie ihre Dinge zusammen. Achso, hier sind es Kilojoule. Moment, die 719 Kilojoule oder die 172 Kalorien. Also 719 mal 719 Kilojoule mal 0,239, 171,8, also 172 Kilokalorien. Ja?
Dieser Protein- und Fettanteil für die Lammwürste ist sehr viel glaubwürdiger als der. Der Energiegehalt ist derselbe. Rohfaser und Rohasche sind auch gleich. Und Feuchtigkeit von 50% kann einfach nicht stimmen. Das sind eher so 67%. Ich habe also all die Pariball-Produkte, die ich in Hannes seinem Futterrechner im FIFU-Finder drin habe, da habe ich die wahre Feuchtigkeit bestimmt, um die Energiedichte herzustellen, weil das einfach plausibler ist als die angegebenen Feuchtigkeitswerte. Die sind durchgängig zu niedrig. Also das ist neben der Behauptung Alleinfuttermittel echt schlecht. So, das wollte ich euch gesagt haben. Ich wollte euch ans Herz legen, den Fertigfutterrechner, wo man sich solchen Fragestellungen nähern kann und die man ganz allgemein auch mobil nutzen kann, um, was weiß ich, vorm Futterregal in irgendeinem Futtertempel mal zu überlegen, was ist denn wirklich drin und was würde mich dieses kosten? Wie viel frisst mein Hund davon oder braucht mein Hund davon und was kostet mich das jeden Tag? Das ist ein nützlicher Helfer, benutze ich auch selber öfters und vielleicht könnt ihr euch auch damit anfreunden. So, vielleicht könnt ihr eurem Hund irgendwas von der leckeren Lammwurst oder einem anderen Futter klauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.